Am 27. Juni fand im Zeughaus Wismar eine Spendenübergabe statt. Die Thomas-Agerholm-Stiftung übergab an regionale Vereine und Projekte eine Spendensumme von rund 27.000 Euro. Diese Vereine, die wir unterstützt haben, haben entsprechende Förderanträge bei uns gestellt. Und ich glaube, so über 90% aller Förderanträge konnten wir heute auch bedenken. Mit einem Spendenvolumen von 50.000 Euro, die sie ja durch Erträge erwirtschaften müssen, ist das, glaube ich, schon eine recht beachtliche Summe, die wir heute übergeben konnten. Aus Wismar wurden 14 Vereine begünstigt. Im Bereich Sport erhielt der Deutsche Cupbund Wismar eine Spende. Der Betrag fließt in die European Cup-Meisterschaft. Diese findet am Wochenende statt. Im Bereich Kunst und Kultur erhielt die Kulturmühle Wismar für ihre Nosferatu-Großfiguren eine Spende. Davon finanzieren sie ihre Kostüme und professionelle Schauspieler. Das Hospizschloss Bernsdorf wurde im Bereich mildtätiger Zweck begünstigt. Bereits zum dritten Mal erhielt das Hospiz eine Spende der Agerholm-Stiftung. Es ist natürlich ein tolles Gefühl, dass uns die Thomas-Agerholm-Stiftung erneut unterstützt. Mit der Spende möchten wir gerne die Zimmer für unsere Gäste verschönern. Und da ist das Geld sehr, sehr gut angelegt und wir freuen uns riesig darüber. Durch die Spendengelder der Thomas-Agerholm-Stiftung werden soziale und kulturelle Einrichtungen und Vereine wertgeschätzt und in ihrer Arbeit unterstützt. Die Agerholm-Stiftung trägt somit zur Beständigkeit des kulturellen und sozialen Lebens und der Arbeit in der Hansestadt bei.